So, Florian. Fabian. Der Starin aus Berlin. Ich weiß, wer es nicht gesehen hat, der sollte sich das auf jeden Fall nochmal angucken. Ist auch eingestellt bei uns auf der Webseite bei www.mahnwache-braunschweig.de oder bei YouTube findet ihr es auch, die Rede von Fabian. Und ja, heute ist er wieder live hier bei uns. Fabian. Ja, das Mikro. Oh, das Mikro ist ja nicht an. Das Mikro war Strom sparen. So, jetzt. Okay. Also, ich will nochmal einsteigen, erstmal nicht zum 3.10. zu der Aktion, der ich aufrufe, das mache ich danach noch, den Orga-Teil, erstmal das Schöne. Das, was wir hier machen, das geht weit über Frieden, über mal zusammensitzen hinaus. Also für mich ist es, wenn man wirklich in die Welt schaut und wirklich sieht, was los ist, an allen Fronten, an allen Ecken, egal wo, es ist nicht schön. Es ist nicht das, was wir Menschen wirklich schaffen können. Es ist nicht das, was wir Menschen wirklich aus dieser Welt machen könnten. Und die Frage ist immer für mich gewesen, wie, wo, was kann man dafür tun? So, und immer wieder hört man, ja, du kannst nichts gegen tun. Doch, wir können genau das hier tun. Für mich ist das hier, was wir hier tun, nämlich völlig frei, ohne jede Konfession, ohne jede Hierarchie, ohne jeden Vorsitzenden, ohne irgendwas, zusammenzukommen, gleichwertig im Herzen mit der Seele dabei für eine bessere Welt. Mehr brauchen wir erstmal nicht. So, wenn wir daran glauben, dass wir wirklich, wie soll ich das sagen, wir mühen uns mit so viel Unsinn, mit so viel Plagen, mit Zinsen, mit all dem Müll, ich will es gar nicht aufzählen. Wir mühen uns mit so viel unnötigen Mist ab. Und wir... Ich sammle mich mal. Gut. Weil für mich ist das hier wirklich eine Chance. Eine Chance zu einer weltweiten Bewegung. Es geht um die Bewegung, die alle Menschen, die noch in ihrem Herzen sagen, so soll die Menschheit nicht weitergehen, dann rennen wir vor die Wand. So soll es nicht ausgehen mit der Menschheit. Für jeden Menschen, der irgendwie noch Anstand und Moral in sich trägt, kann hierher kommen und sagen, Schluss damit, wir bauen etwas Neues auf. Und das ist unsere, meiner Meinung nach, letzte Chance, weil wir haben in allen Staaten eine überbordende Kontrollstaaten, man sieht ja in Amerika, was in Ferguson jetzt passiert, wenn die da noch demonstrieren, die werden vom Militär weggeräumt. Wir haben hier jetzt noch die Chance, uns zu verbinden. Wir haben 100 Städte, wo wir ein Feuer anmachen können, ein Licht anmachen können, ein Licht, was bedeutet das für mich? Ein Licht gegen Lügen, gegen Trug, gegen Ignoranz, gegen Hass, gegen all das. Wir können ein Licht anmachen dafür, dass wir Menschen wieder Menschen werden. Wir sind unmenschlich geworden. Und wer an die Menschlichkeit glaubt, der ist von meiner Seite eingeladen, hierher zu kommen, sich zu versammeln. Und jetzt stellt euch mal bitte vor, wir sind ja 1000 Menschen, heute bleiben schon ein paar hängen. Aber die Menschen sehen, wow, boah, da gibt es Weltfrieden, da gibt es eine Bewegung, wo ich diese Welt verändern kann, wo ich nicht mehr jeden Tag in meinem Stumpfsinn weiterlatschen muss. Mein Kopf hängt, meine Augen mit Tränen gefüllt, wenn ich ehrlich zu mir bin. Fasst euch, ich habe es schon in Berlin gesagt, fasst euch an euer Herz, an euer Gewissen, an eure Seele. Ist das wirklich das, was wir wirklich können? Ist das das, was möglich ist? Und ich bin dafür. Nicht mit Nationalstaaten, nicht mit irgendeinem Mist anfangen. Denkt utopisch, richtig krass utopisch, so weit utopisch, wie es nur geht. Stellt euch einfach mal vor, was könnte ich tun, was könnten wir tun, damit wir eine richtig geile Welt haben, wo es richtig allen gut geht, allen Völkern und Planeten, Planetenleichen, ja. Die kommen noch dazu. Hey. So, warum komme ich jetzt auf dieses Wieso? Ich bin jetzt nicht so richtig gut vorbereitet, wie man heute merkt, aber man muss sich mal eins bewusst machen. Es gibt kaum einen Film, es gibt keine Serie, es gibt kein Buch, es gibt nichts, wo die wirkliche Utopie, eine wirklich schöne Welt, wo wir uns aus diesem Morast befreien, gibt es kaum. Sie wird unterdrückt und George Orwell ist für mich zum Beispiel, oder Schöne Neue Welt, das sind Programmierungen. Das sind keine systemkritischen Bücher, das sind Programmierungen. Das ist die Richtung, wie wir denken und uns orientieren sollen. Es gibt nur Filme, die zeigen, oh, die Menschheit ist so scheiße und wir werden uns alle gegenseitig auffressen und wir werden uns alle... Das ist was uns tagtäglich suggeriert wird.
So, das ist nicht das, was wirklich in uns drin ist. Das ist nicht das, womit wir hierher kommen. So, wir müssen permanent bekämpft werden mit Suggestion, mit Hypnose, mit Film, in unserem wirklichen, wahren Wesen, damit wir so unmenschlich und barbarisch werden und damit wir überhaupt keine Vorstellung und keine Fantasie mehr in uns haben, wie schön es hier sein könnte. Macht euch das mal bewusst, es gibt keinen wirklich utopischen Film. Es gibt wirklich nur Armageddon und hast du nicht gesehen, es gibt wirklich nur Schreckensszenarien. Und das ist eine Riesenfalle, eine Riesenfalle. Und wenn wir uns immer nur anschauen, was andere irgendwie an Mist bauen oder in einer Opfermentalität festhalten, und das ist der springende Punkt bei dieser Souveränität. Solange ich glaube, ich bin ein Opfer, ich kann dagegen nichts tun, bin ich ein Opfer? Wollt ihr wirklich weiter Opfer sein? Opfer dieser Gesellschaft, dieses Systems? Ich frage euch, wollt ihr weiterhin ein Opfer sein? Nein! Wollt ihr nicht? Ihr wollt spüren, dass ihr Kraft habt, dass ihr Macht habt, dass ihr was verändern könnt. Und ich habe es versucht, ich habe meine Fresse aufgerissen, ganz weit auf, habe was Bundesweites angesagt und da passiert auch bundesweit was. Und es wird auf immer neue Ebenen gekickt. Und in Hamburg sind sie gut dabei, in Düsseldorf sind sie gut dabei, in vielen, den Orga-Teil bringe ich ja später noch an. Aber überlegt euch das mal. Ich habe einfach nur mal diesen Gedanken zu Ende gedacht. So, ich kann was bewegen, ich sage hier mal 5 Minuten was an, ich push das mal hier und da ein bisschen bei Facebook. Und da sind schon hunderte, tausende Menschen darauf hingewiesen, zum Nachdenken angeregt worden. So. Und wenn jetzt jeder von euch, der hier steht, alleine einmal so eine Idee einfach in die Welt trägt, egal, seine eigene persönliche Idee, wie er die Welt befreien will, dann werden wieder tausende Leute angestoßen und wieder angeregt und wieder berührt in ihrem Herzen und daran erinnert, dass es mehr geht. So. Und ich lade euch wirklich ein, versucht das mal, versucht mal wirklich, euch vorzustellen, so eine Vision von einer wirklich nachhaltigen, wirklich friedvollen und wirklich glücklichen Menschheit. So. Und wenn irgendwas in euch ist, das sagt, ich kann das nicht, ich kann das nicht, fragt euch mal warum. Woher kommt das? So. Okay. Und ich glaube, wir sollten auch keine Angst haben, auch ich mit meiner Aktion oder sonst was, dass wir immer niedriger anfangen, dass wir immer uns sagen, oh, da könnten jetzt aber noch weniger Leute kommen und da könnte ja dann wieder. Und wenn wir jetzt 2 Aktionen machen, dann ist der eine. Nein, seid eine Affirmation, seid nochmal die Affirmation. Wir sind die Bewegung, die die Welt retten kann. Ich bin die Bewegung, die die Welt retten kann. Das sind meine Freunde, die mit mir die Welt retten wollen. Warum nicht? Warum will sie keiner retten? Warum ist dieser Gedanke so verpönt, so verboten, so lächerlich? Wo soll das hinführen? Was? Denkt das mal konsequent zu Ende. Wenn jemand sagt, ich will die Welt mit euch retten, ich will was bewegen, ich will was verändern, macht er sich lächerlich. Denkt mal konsequent zu Ende, wo das hinführt. Das führt in die totalen Misthaufen, in den total ekligen Sumpf von Tod, Sodom und Gomorra. So, bitte. Glaubt an euch wieder mal. So. Glaubt da, Kraft habt. Ich finde, wir haben ja ein Licht angemacht, wir haben ja ein Feuer angemacht. Schmeißt jeder immer einen Scheit dazu, mit Liebe, mit Glauben, mit Glück, mit Vision an eine bessere Welt. Und wir werden noch heller leuchten. Und die Leute, ich merke es, ich spüre es langsam. Wir berühren sie. Wir berühren sie da, wo es wichtig ist. Sie bleiben stehen, sie hören hin, weil irgendwas stimmt ja nicht hier. Und jeder hat das Gefühl, irgendwas stimmt nicht mit meinem Leben. Wir müssen ihnen nur so gegenübertreten, dass wir sagen, ja, hier ist eine Lösung. Sei du die Lösung, komm hierher, verbinde dich mit uns, lass uns dieses System komplett transformieren. So was völlig Neues. Danke. Zu dem Orga-Teil. Ich habe das ja für mich so, ich hatte ja zum Flashmob vor den Pressestellen aufgerufen, so, wo es darum ging, dass man seine Wut einfach für sich auch mal, seinen Frust, seine Verzweiflung vor den Pressestellen los wird, egal wie kreativ, mit Tanzen, ist egal, es soll nicht immer sinnlogisch den Verstand berühren, sondern einfach mal das Innere berühren, dass das raus kann, was da an Müll ist, was da an Gefühlen ist, die uns runterziehen. Ne? Und es hat sich eben mehr daraus entwickelt, ich rufe wirklich nochmal dazu auf, den 3.10. zu einem allgemeinen Aktionstag zu machen. Macht Aktion zu Hause, macht Flugblätter zum Tag der Wahrheit. Nennt es tausendmal, ist mir egal, es muss nicht der Flashmob vor den Pressestellen sein. Es ist jetzt schon für die einen der Tag der Wahrheit, für die nächsten, wir marschieren irgendwie nach Hannover zu Angela und Gauck und werden irgendwie einen anderen Tag draus machen. Aber jeder für sich in ganz Deutschland
nutzt diesen freien Tag, macht Aktionen, um andere Menschen aufzurütteln, zu berühren und sie dahin zu kriegen, aktiv zu werden. Weil für mich ist Wachsein und Erwachen hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt anderen Schuld gebe, ob ich irgendwie dastehe und sage, die sind doof oder die Lüge kenne ich oder das weiß ich. Das hat mit Wachsein nichts zu tun. Wer wirklich wach ist und wirklich sieht, was hier los ist, der bewegt seinen Arsch, der kriegt ihn hoch, der wird aktiv, der kämpft für seine Kinder, kämpft für eine vernünftige Zukunft. Das ist wach werden. Nicht da sitzen und sich fragen, was nun? Nein, zu sagen, jetzt aber, Schluss damit. Das ist für mich wach werden. Macht das am 3.10. alle zusammen. Tag der Einheit der Welt. So, lasst uns nicht nur Ost- und Westdeutschland vereinen wie damals. Lasst uns Russland und Europa vereinen. Lasst uns Amerika, Europa und Russland vereinen. Lasst uns Asien, Australien. Lasst uns alle Kontinente zusammenbringen und diesen Irrsinn ein Ende machen. Und das können wir mit dieser Bewegung. Schließt niemand aus, überall, wo ihr seid. Ladet sie ein, an eurer Seite zu stehen dafür. Und auch am 3.10. Und ich bin dafür, dass wir das am besten können wir so organisieren, dass jede Mahnwache von diesen 100 Mahnwachen sich überlegt, wo gehen wir hin, wo machen wir einen Marsch oder eine Bewegung oder einen Tanz oder malen uns bunt an und trommeln wild durch die Gegend, machen einfach mal einen lauten Licht, Spaß, kreativ, egal was, sind auffällig, verteilen Informationen. Keine Ahnung, macht am 3.10., wer keine Lust hat rauszugehen, weil blödes Wetter ist, jeder mal ein Video und sprecht aus eurem Herzen. Lasst mal alles raus, den ganzen Frust, den ganzen Hass. Egal was, sagt einfach ohne jegliche Zensur, was ihr von den anderen Menschen und von euch vielleicht sogar auch noch haltet. Und dann ist da Luft für ganz neue Bewegungen und für ganz neue Entwicklungen in euch. Okay, also 3.10. Nochmal an alle Mahnwachen-Orga-Teams, schließt euch zusammen mit den nächststehenden Mahnwachen, überlegt euch, wo ist die nächste Pressestelle. Wir werden das nicht hier zentral organisieren über Braunschweig oder sonst was, sondern wie immer dezentral, immer größer werden, Cluster bilden, Familien bilden und mit Licht und Liebe weiterarbeiten. Und es ist immer dasselbe. Wir haben immer die gleiche Botschaft, jeder, der hier steht. Und das sollte euch eigentlich mal wach machen. Das ist passiert. Überall auf der Welt haben die Menschen die Botschaft. Nicht nur in Deutschland. Es gibt auch ganz andere Ebenen. Auf YouTube gibt es so viele Menschen, wo die Leute euch aus dem Herzen sprechen. So. Und das ist wirklich ein Erwachen der Menschheit, was jetzt passiert, an dem ihr jetzt teilnehmen könnt und was jetzt die Erde wirklich nachhaltig transformieren kann. Und der 3.10. soll ein Signal sein, dass wir jetzt Kraft gefunden haben, uns wirklich zusammen laut und stark zu zeigen und zu sagen, stopp mit den Lügen, stopp mit dem Hass, stopp mit dem ganzen Mist. Okay, danke. Danke, Fabian.